schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Haben möchtest und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das dann in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück?